Nächster Redner ist Hannes Amesbauer, der Sprecher für innere Angelegenheiten der Freiheitlichen Partei. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, liebe Zuseherinnen und Zuseher, lieber Herr Finanzminister Blümel, wir erleben dank der Maßnahmen dieser schwarz-grünen Bundesregierung in Österreich Rekordarbeitslosigkeit, Betriebspleiten und Armut in Bevölkerungsgruppen, wo es bisher nicht der Fall war. Menschen ohne Perspektiven, Menschen, die vor den Trümmern ihrer Existenz stehen. Wir erleben seit Monaten und Wochen zweimal, dreimal die Woche ihre berühmten Pressekonferenzen in den verschiedenen Besetzungen, meistens die maskierten Vier, jetzt neuerdings ohne Maske. Und da wird immer wieder von neuen Hilfspaketen in Milliardenstärke gesprochen. Das Problem, und das ist ja bekannt, diese Zahlungen kommen im Regelfall zu spät, nur teilweise oder vielfach gar nicht an. Und was machen Sie jetzt? Sie stellen sich jetzt hierher und reden von diesen EU-Hilfen in Milliardenhöhe. Keiner weiß, in welcher Höhe das am Ende gezahlt wird. Werden es 500 Milliarden werden, werden es gar 1000 Milliarden werden oder überhaupt 1300 Milliarden. Das sind unfassbare Summen, die Sie hier immer wieder kolportieren. Und das besonders Schlimme daran ist, dass es ja nicht nur Kredite sein werden, sondern auch Zuschüsse. Das heißt, das Geld der europäischen und somit österreichischen Steuerzahler wird verschenkt an jene Länder, die auch vor der Corona-Krise schon Tradition darin hatten, wirtschaftliche Probleme zu haben, vornehmlich die südeuropäischen Länder. Und Herr Blümel, ich glaube nicht, dass Sie das so durchziehen, wie Sie jetzt sich inszenieren. Also ja, Sie sind hier die Sparsamen und die Mahner und hin und her. Sie werden am Ende des Tages umfallen. Warum fallen Sie um? Weil die ÖVP immer umfällt. Sie fallen nach links um, nach vorne oder nach hinten. In irgendeine Richtung werden Sie am Ende des Tages umfallen. Und das hat Ihnen der Clubobmann Kickl vorher schon dargelegt. Und das wissen Sie ja ganz genau, weil das in der DNA der ÖVP ist, dass Sie auf europäischer Ebene gut dastehen möchten, dass Sie gehätschelt werden von Ihren Partnern und dass Ihnen da in Brüssel auf die Schulter geklopft wird. Aber die Österreicher, die aufgrund ihrer Politik vor den Trümmern ihrer Existenz stehen, die werden Ihnen sicher nicht auf die Schulter klopfen, Herr Blümel. Und dann liest man jetzt ganz aktuell Berichte, dass zusätzlich zu diesen Rettungs- oder Hilfsgeldern oder wie auch immer das dann auch genannt wird, zusätzliche Gelder an die Türkei für diesen Flüchtlingspakt, der ohnehin nie wirklich funktioniert hat, fließen sollen. Von 500 Milliarden oder von 500, von einer halben zusätzlichen Milliarde ist die Rede, obwohl ja 2016 schon 6 Milliarden zugesagt wurden. Was ist passiert? Wir haben es genau erlebt, mitten in der schwersten Krise für Europa in der jüngsten Vergangenheit, nämlich in der Corona-Pandemie Februar und März, ist der Erdogan hergekommen, hat der Europäischen Union gedroht, weil diese 6 Milliarden anscheinend zu langsam oder nicht ausreichend geflossen sind, weil er mehr Geld benötigt und hat gedroht, die Grenze aufzumachen. Wir kennen uns und wir kennen die Bilder, die wir damals gesehen haben. Das waren unschöne Bilder, wo es zu Wüstenszenen an der Grenze gekommen ist, wo der Erdogan gesagt hat, hey Griechenland, mach auch du deine Grenze auf und schick sie weiter in die Europäische Union, dann sind wir dieses Problem los. Also diese Erpressungsmaßnahmen des Herrn Erdogan, das können wir uns nicht länger bieten lassen. Dieser Flüchtlingspakt war von Anfang an falsch. Die FPÖ hat immer davor gewarnt. Und jetzt sehen wir, was wir davon haben, wenn wir mit einem Despoten wie Erdogan in der Flüchtlingsfrage einen Deal eingehen. Das ist ein Fass ohne Boden und die Europäische Union wird dauerhaft erpressbar sein, meine Damen und Herren. Und als Griechenland in dieser schwierigen Zeit glücklicherweise die europäische Grenze verteidigt hat, hat der Herr Erdogan nichts Besseres zu tun gehabt, als die Methoden der Griechen, die nichts gemacht haben, als die Grenze, die Außengrenze zu schützen, mit den Nazis zu vergleichen. Das sind die Herrschaften, mit denen Sie Deals machen, denen Sie unsere Steuermilliarden hinten reinschicken. Das kann es ja wirklich nicht sein. Und diese unverantwortliche Politik gehört beendet. Und jetzt ganz aktuell im Juni haben wir Warnungen gehört vom Chef
der Frontex, der Grenzschutzagentur, dass es zu massiven Übertritten kommt, dass es alleine im Monat Mai 4.500 illegale Grenzübertritte gegeben hat. Und die türkische Grenze, was jetzt Griechenland betrifft, aber auch zu Bulgarien, ist nach wie vor die Hauptmigrationsroute in die Europäische Union. Und das trotz diesem glorreichen Flüchtlingspaktes. Meine Damen und Herren, die EU hat in der Corona-Pandemie massiv versagt. Sie versagt massiv im Außengrenzschutz, was hier ihre ureigenste Aufgabe ist, was auch das Versprechen bei Schengen war. Und da können wir als Österreicher nur sagen, wir brauchen jeden Cent im eigenen Land. Wir Herr Abgeordneter, Sie müssen den Schlusssatz jetzt formulieren. Cent an diese Geldverschwender in Brüssel.